Theaterspiel ist ein mobiles Theater, was gesellschaftspolitische Themen aufgreift, was spartenübergreifend mit Musik und Tanz arbeitet, was viel in Schulen spielt und auch ein Workshop-Programm hat. Also ein bisschen Trauer war drin, Spannung, man hat auch oft gelacht und so. Und man hat richtig mitgefiebert. Meine Nachbarin hat sogar angefangen zu weinen und es ist sehr gut geschauspielert. Das hätte ich nicht gedacht, dass an 9 von 10 Schulen so dieses Mobbing so doll ist. Und das finde ich auch gut, dass sie das hier nochmal angemerkt haben, wie das eigentlich ist. Das sind Themen, die die Kinder im täglichen Leben ansprechen. Erfahrungen, die sie selbst gemacht haben, womit sie jetzt nochmal konfrontiert werden von der anderen Seite. Dass sie es als Zuschauer sehen und nicht als Akteure, wenn sowas im wahren Leben passiert halt. Dankeschön nochmal. Auch ich war sehr emotional angefasst, muss ich sagen. Ich erlebe das eigentlich nur, wenn es hier in der Schule ist. Sonst Theater mache ich nicht so. So gucke ich mir auch nicht an. So. Da ist die nächste Frage. Also ich fand den ganzen Tag so schön. Wir genießen es einfach, den Kindern Theater bieten zu können auf diese Art und Weise. Für viele wird es wahrscheinlich die einzige Erfahrung sein mit Theater in ihrem ganzen Leben. Wir sind mitten auf dem Lande. Für uns ist es aber ein bisschen problematisch, mit den Schülern gemeinsam in ein Theater zu fahren. So ist es einfach eine ganz tolle Variante. Versucht schön aufmerksam zu sein als Gruppe. Nicht im Kreis gehen, geht zickzack. Geht mal gegen den Strom. Die Workshops sind ja dann so angelegt, dass jedes Kind eine Rolle im Prinzip in der Gruppe bekommt. Egal jetzt ob stumm oder sprechend oder singend, je nachdem. Aber sie sind alle mit Begeisterung dabei. Schön laut sprechen und wenn ihr nicht weiter wisst, Judith, Omar und ich, wir stehen hinten und helfen euch. Okay? Ich freue mich auch schon, das nachher vorzutragen und dann fühlt sich das so an, als ob wir so richtige Regisseure sind. Ich finde, dass man Theaterstücke meistens in der Gruppe spielt, weil ich auch eigentlich sehr schüchtern bin. Komm, das wird zu viel, wir gehen. Ihr könnt doch nicht einfach gehen. Wenn man sich eigentlich gar nicht sowas traut vor ganz vielen Menschen, dann lernt man, dass man das auch mal machen kann. Danke. So, und jetzt haut ihr ab. Okay. Da kommen immer wieder auch Lehrer so nach den Workshops zu uns und sagen, ja, also, wie habt ihr das denn gemacht? Das geht ja gar nicht. Und doch, es geht eben doch. Man muss eben nur wissen, wie. Ich denke, dass kulturelle Bildung genauso wie sprachliche Bildung, wie mathematische Bildung, naturwissenschaftliche Bildung einfach dazugehören sollte. Deswegen bin ich für Angebote von außen natürlich sehr dankbar und sehr offen und wünschte mir noch mehr, weil ich einfach glaube, dass es auch die Kinder gut erreicht. Diese Kombination zwischen Kunst und Politik oder soziale Themen, das ist sehr wichtig für unsere Welt. Und ich wünsche nur, dass das Theaterspiel weitermacht. Mhm. Und ich glaube, dass Schule Theater braucht. Also als andere, noch mal weitere Form von der Wissensvermittlung, dass da ein emotionaler Effekt rüberkommt. Ja.